Ich forsche an Symbiosen zwischen Bakterien und Meerestieren, wirbellose Meerestieren. Da geht es darum, wie die Tiere Energie und Nahrung von ihren symbiotischen Bakterien bekommen. Wir möchten einmal wissen, wo kommen die weltweit vor? Wie viele Wirte gibt es, die im Laufe der Evolution in der Lage waren, solche Symbiosen einzugehen? Und wer sind die bakteriellen Partner? Die Wirte sind ständig im Meer ganz vielen verschiedenen Arten von Bakterien ausgesetzt, haben aber nur ein oder maximal zwei, drei verschiedene symbiotische Partner, müssen also in der Lage sein, ganz gezielt ihren Partner auszusuchen. Unsere Forschung ist relevant, weil sie einen Beitrag leistet zur Erforschung der biologischen Vielfalt in den Meeren.